Alexander Reisinger betreibt seinen eigenen Schlüsselnotdienst und hat in seinem Job schon manche Überraschung erlebt. Was den 45-Jährigen jedoch heute im Haus seiner Kundin Inga Klaassen erwartet, stellt alles in den Schatten. Macht 109 Euro, danke. Schreibe ich ihn gleich auf. Ich hole nur mal das Hundezeug. So, was haben wir denn da? Schön, dass ich dich auch mal kennenlerne. Ja, doch jemand da, nee, mein Gott. Nachdem Sie mich grubelos mit meiner Mann hilft mich nichts an. Stimmt denn die doch? Verstehe ich nicht. Was? Ja, meine Eugenie. Ach, was ist das denn? Ich kenne die Stimme doch. Sabine, was machst du denn hier? Oh nein. Und wie siehst du denn aus? Wie bitte? Sie zwei kennen sich? Das ist meine Frau. Handwerker Alexander Reisinger ist vollkommen überrumpelt, seine Ehefrau in einem fremden Haus anzutreffen. Sabine versucht, ihrem Mann die Situation zu erklären. Ja, wir haben hier nur eine Besprechung einfach. Und, ja, der Martin, mein Chef und ich, wir haben hier nur eine Besprechung. Wie, oder in so einem Outfit und warum bei dem zu Hause? Ja, oder? einfach nur, um es ein bisschen netter zu haben. Aber wir haben, alles okay. Inga, was machst du hier? Habe ich dich nicht gebeten, mich in Ruhe zu lassen? Sabine, sag mal, hast du die hier reingelassen? Ja. Wer ist er? Sorry, Martin, aber... Sabine ist meine Frau. Ja, und ich habe es dir doch erklärt. Also der Alexander hat einen Schlüsseldienst und er hat auch die Inga reingelassen und es ist alles okay. Und da meinen Sie allen Ernstes, die könnten hier jeden reinlassen mit ihrem Zauberstab? Moment. Diese Frau wohnt hier definitiv nicht mehr. Sie hat mir doch ihren Personalausweis gezeigt und das stimmt mit der Adresse 1A überein. Wieso steht denn da die Adresse hier überhaupt noch drin? Moment. Ich habe mich noch nicht umgemeldet, mein Lieber. So schnell konnte ich ja gar nicht gucken. Langsam würdest du jetzt bitte mal die Wohnung verlassen. Außerdem, in kürzester Zeit wahrscheinlich wird die Adresse auf dem Personalausweis von ihrer Frau stehen. Ich gehe schon wegen das Hundezeug. Du kannst nicht mal. Das kannst du auch hier lassen. Der Hund gehört ihm. Ich habe den bezahlt. Ich verstehe das nicht. Wir sprechen uns noch. Das hat noch ein Nachspiel. Ja, muss man sich mal vorstellen. Da steht meine Frau mit Jogginghose im Haus ihres Chefs und Koch. 2 Tage nach der Trennung von Sabine erhält der Schlosser erneut einen Notruf von Inga Klaassen. Die Ex-Frau seines Nebenbuhlers lebt momentan auf einem Campingplatz und hat sich dieses Mal aus ihrem Wohnmobil ausgesperrt. Frau Klaassen, sind Sie das? Warte mal, ich sehe jetzt, glaube ich, hier gerade Ihren Karawan stehen. Ja, jetzt sehe ich Sie aber weit und breit, sehe ich Sie nicht. Wenn das wieder so eine Aktion ist von Ihrem Mann, ne? Dann wäre ich aber langsam sauer. Herr Reisinger, beruhigen Sie sich wieder. Ich habe den Schlüssel wiedergefunden. Ich warte hier im Wohnwagen auf Sie. Kommen Sie doch mal kurz rein. Die Tür steht auf. Es regnet doch in Strömen. Kommen Sie rein. Ja, das ist mal ein Wort, Mensch. Warten Sie. Was gibt's denn? Was ist denn los? Du Hallo, lieber Herr Gott. Reisinger. Hallo. Was wollen Sie denn jetzt? Haben Sie irgendwo... mir von Anfang angefallen. Wie männlich Frau Klaassen, die Tür aufgemacht haben. Frau Klaassen, lassen Sie das und doch. Die Tür war auf. Frau Klaassen, lassen Sie das. Das ist überhaupt nicht... Das bringt doch nichts. Das ist doch keine Lösung jetzt. Ihre Frau sich mit meinem Mann überhaupt versteht. Wir könnten uns Ich bin doch überhaupt nicht der Typ dafür. Wissen Sie, das ist doch überhaupt keine Lösung. Da können Sie doch... Machen Sie doch einfach einen Schlussstrich unter die Sache und fangen Sie ein neues Leben an. Können Sie denn ohne Ihre Frau einfach so weiterleben? Natürlich. Ich kann nicht das, wissen Sie was? Frau Klaassen, bleiben Sie da. Ich schicke Ihnen die Rechnung zu, darauf können Sie sich aber verlassen. Eigentlich wollte ich den Auftrag von der Klaassen direkt ablehnen, weil er mich ja schon mal gelingt hatte. Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie mich nicht mehr belästigen sollen. Entschuldigung, ich komme nach Hause, ich werde Sie noch sagen, verdammt nochmal. Hast du das mit ihm zusammen oder wer hat es gemacht? Was? Wüsste schon ganz gerne, was da los war, aber das kriege ich auch schon noch raus. Das kann ich dir sagen. Was für ein Unsinn. Jetzt wird der einiges klar. Und Sie haben mit Klinger schon was am Laufen? Ja? Ist überhaupt nicht wahr, Dann hat sie mir die Bude leer geräumt und Sie haben das Werkzeug dazu geliefert. Haben Sie hier schön die Tür aufgemacht? Wie hat der Polizei meine Beobachtungen mitteilen? Das können Sie mir glauben. Das werde ich denen schon noch erzählen. Das ist ja wohl der Hammer. Mal ganz ehrlich. Alexander! Hast du was mit ihr? Also ich meine, das ist doch gar nicht dein Typ. Verdammt nochmal, die rennt mir die ganze Zeit hinterher. Jetzt werde ich ihr mal den Leviten lesen. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Hören Sie mal. Wenn Sie mir noch mal einmal hinterherrennen hier, dann können Sie mal was erleben. Ach, jetzt hören Sie auf mit diesen Bewegungen. Ich habe Ihnen schon mal gesagt. Das ist sowas wie eine Form von sexueller Belästigung. Das will ich nicht mehr haben, damit das klar ist. So. Wie männlich du wieder reden tust, hier im Wohnwagen wohne ich.
Alexander, ich bin total konsterniert. Was ist das? Was willst du von dir? Sabine, da ist überhaupt nichts. Pass auf, ich habe jetzt folgende Probleme. Ich habe erstens das Problem, dass man mir anscheinend vielleicht auch noch einen Einbruch anhängen will. Zweitens habe ich das Problem, dass ich hier meine Butze irgendwo in Schuss halten muss. Und momentan läuft es nicht so besonders gut, ja? Und ich glaube ja, dass hinter alledem irgendwo der Simon auch steckt. Ich habe mich sofort auf den Weg zu Simons Wohnung gemacht. Allein schon aus dem Grund, dass er meine Know-how schon mal missbraucht hat, als er bei mir vor der Badewanne stand.